Was Dirndl dran ist, das wissen meine nächsten Gäste auf jeden Fall. Schließlich gehört das Dirndl eindeutig zu ihrer Auftrittsgarderobe. Ich spreche von meinen lieben Kolleginnen aus Österreich, Sigrid und Marina. Und die beiden habe ich schon zweimal auf meinen Reisen getroffen. Einmal im schönen Salzburg, da waren wir so richtig nach Herzenslust shoppen. Und dann waren wir noch am Wolfgangsee. Ja, genau der mit dem berühmten weißen Rössel. Ja, und das steht da auch noch genau am gleichen Fleck wie damals in den 60er Jahren, als es von Peter Alexander vollmundig besungen wurde. Und so schön ist es dort. Ich bin mir sicher, da wird heute noch der eine oder andere ab und zu sein Herz verlieren. Auf geht's ins Salzkammergut. Grüß Gott! Hallo, Servus! Hallo, sind wir wieder da? Servus, ja, schön, schön. Hallo, wie geht's, Christi? Ein schönes Kleiderl, ja? Genau. Hallo. Wir haben gedacht, wir schauen mal wieder vorbei, weil wir haben eine schöne Sendung. Ja, gerne. Und da wollen wir so ein Medley machen, so 20er Jahre oder sowas, stellen wir uns vor. Aha, vielleicht irgendwas in diese Richtung, was da. Okay, schauen wir mal, was vielleicht wir haben. Entweder ganz lang, so mit so einem Schlitz. Ja, genau. So ganz eng, so wie es in die 20er. Oder aber was Kürzeres darf es vielleicht auch sein, dann eher so 40er dann ist es dann. Und es sollten halt dann drei Kleider sein, die irgendwie stilistisch, aber schon drei verschiedene. Es dürfen drei verschiedene sein, schon. Aber die zumindest stilistisch, sehr schön. Mit Schlitz hast du gesagt, schon, ja. Was sagst du sowas? Das schaut schon toll aus. Schön? Sehr schön. Dann hängen wir uns mal hin. Können wir mal hinnehmen. Ja. Genau. Aber im Schaufenster habe ich auch noch was gesehen mit ganz viel Pailletten. Oder ganz das Pfirsich. Das Pfirsich. Auslaufend dann. Ich schau mal bitte. Oh ja. Das war schön, oder? So was kann ganz super sein. Das war das. Ich glaube, das ist sogar noch besser. Ja, das schaut gewaltig aus. Glitzer. Nein, es ist einfach auch ein Modell auch vom ganzen, von der Form, finde ich. Ist das man muss so ein Kleid sowieso immer angezogen sehen. Lollipop, lollipopu, lolli, 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 lollipop, lollipopu, lolli, 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 lollipop, lollipopu, lolli, 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 lollipop. Lollipop, lollipopu, lolli, 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 lollipop, lollipopu, lolli, 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 lollipop, lollipopu, lolli, 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 lollipop, my lollipop. Schau, da kommen sehr schön. Grüß dich, Stefanie. Hallo, servus. Komm einer. Ja, was ist das denn Tolles? Du, wir lohnen dich heute zum ersten Mal auf einer Bootsfahrt am Wolfgangsee ein. Ah, schön, dass du Grüß dich. Hallo, Stefanie. Grüß dich. Servus. Du, jetzt darf ich dir gleich einen ganz wichtigen Mann heute vorstellen. Ja. Das ist der Sigi. Ja, hallo, Sigi. Hallo, Stefanie. Grüß dich. Grüß der Gott. Sigi wird uns heute eine wunderbare Fahrt bringen rund um den Wolfgangsee auf einem traditionellen Holzboot auf dem Traunheim. Wenn du mal so rundum schaust, rund um den Wolfgangsee, die wunderschöne Bergwelt, das war immer schon schwierig, von Ort zu kommen. Weil es hat ja keine Straßen, nichts gegeben. Jetzt hat man sich gesagt, man muss irgendwie übers Wasser die Orte erreichen. Und dann ist dieses traditionelle Holzboot gebaut worden. Hat eine ganz spezielle Form. Vorne ist es ein bisschen aufgedreht. Es hat den Grund, dass man wirklich an jedem Ufer anlegen kann. Weil man so schön ranfahren kann und man kann dann mit trockenen Füßen aussteigen. Und der Sigi kann das natürlich perfekt, aber man kann sich das so ähnlich vorstellen in Venedig, da gibt es ja auch die Gondeln und das muss man ja auch können, so einen Gondoliere zu sein. Gondolier aus dem Salzkammergut. Genau. Und statt einen italienischen Hut haben wir einen echten Salzkammergutler. Ja, deswegen haben wir halt echt genau einen echten Ausseher und deswegen haben wir die heute auch im Dirndl empfangen, weil die Tracht
eigentlich auch etwas ist, was zum Salzkammergut, zur Region einfach dazugehört. Jetzt nicht nur bei schönen Anlässen oder bei Feierlichkeiten, sondern auch im Alltag. Also wenn jetzt ein Wochenmarkt ist oder sonst irgendwas, gell, Sigi, dann ziehen wir einfach das Dirndlgleil oder die Lederhosen an. Da ist man immer angelegt. Da ist man immer angezogen. Das stimmt, im Dirndl ist man einfach immer angezogen. Kann man nie was oder in der Lederhosen. Oder in der Lederhosen. Das ist natürlich auch zünftig. Es ist natürlich schon so, wenn man in so einer Region aufwächst, wo die Tradition so hoch gehalten wird, dann wächst man natürlich auch mit der Musik auf, die in dieser Region gespielt wird. Und das ist schön so, dass man diese Wurzeln eigentlich nie vergisst. Und Sigrid und ich haben eigentlich schon von Kindesbeinen an richtige Volksmusik gemacht, damals nur gemeinsam mit unserer Oma. Und das hat sie jetzt eigentlich, ja, bis jetzt hat uns diese Richtung nie verlassen. Und wir fühlen uns nach wie vor noch sehr, sehr wohl. Egal, ob es die Musik ist oder ob es die Tracht ist, also es passt einfach zu uns, das sind wir, dort gehören wir hin. Und es ist schön, wenn das unsere Fans und Freunde dann auch so akzeptieren und das auch schon zu schätzen. Im weißen Rössl am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür. Tja, Stefanie, also wenn man am Wolfgangsee ist, dann muss man unbedingt dem legendären weißen Rössl auch vorbeischauen. Auf dieser wunderbaren Seeterrasse. Schaut, jetzt kommt ein Boot vorbei. Kommt das Boot Österreich vorbei, ja. Wunderbar. Und Schmo, oder? Wie bitte? Schmo. Schmo sagt man bei uns, wenn es so nett ist, wie wir drei jetzt beieinander sitzen. Also Schmo. Schmo, ja. Kennst du das nicht? Nein. Das ist ein typischer Ausdruck da bei uns im Salzkammergut. Gemütlich, sagt gemütlich, man. Gemütlich, ja. Angenehm, nett beieinander. Ist ja halt wirklich nett. Ja, wunderbar. Und wenn man sowas noch vor sich stehen hat, ihr habt herrliche Kuchen, ja. Ich habe Topfenknödel. Schaut gut aus. Berühmt und bekannt, weltweit bekannt ist das Weiße Rössl natürlich dann geworden mit der Singspieloperette im Weißen Rössl am Wolfgangsee. Mhm. Kennen wir ja auch. Weltberühmt, ja. Natürlich, mit Peter heute, Alexander, ja. Und Waltrauter Haas. Herrlich, gell? Im Weißen Rössl, kannst du dich erinnern? Ja, klar. Ja. Am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür und ruft dir zu, guten Morgen, tritt ein und vergiss deine Sorgen. Und musst du dann einmal fort von hier, tut dir der Abschied so weh. Dein Herz, das hast du verloren, im weißen Rössl am See. Im weißen Rössl am See. Schön, oder? Ja. Und schau dir mal die Kulisse an. Wunderbar.